In dieser Klausuraufgabe geht es um die Hittorffsche Methode zur Bestimmung der Überführungszahlen. Wir bilanzieren eine Elektrolyse, getrennt für Anoden- und Kathodenraum. Die Elektrolyse von Salzsäure befindet in einer Hittorffschen Zelle statt. Im Anoden- und Kathodenraum befinden sich jeweils 500 ml Säure. Ein Strom der Stärke 100 mA fließt eine Stunde lang durch den Elektrolyten. Folgende Konzentrationen wurden vor der Elektrolyse gemessen. Anodenraum, Kathodenraum, jeweils 10 Millimol pro Liter. Berechnen Sie zunächst aus den Grenzleitfähigkeiten die Überführungszahl der Anionen. Und berechnen Sie dann die an der Kathode erzeugte Stoffmenge Wasserstoff und schließlich die Konzentration der Salzsäure nach der Elektrolyse im Kathodenraum. Die Ermittlung der Überführungszahl geschieht über die Grenzleitfähigkeiten. H+ leitet sehr viel besser als Cl-. Das Verhältnis der Grenzleitfähigkeit von Cl- durch die Grenzleitfähigkeit des ganzen Elektrolyten ergibt T- zu 0,179. Etwa 18% der Leitfähigkeit geschehen durch das Chloridion, die restlichen 82% durch die Protonen. Die Stoffmenge im Anodenraum ist Konzentration mal Volumen, also 0,01 mol pro Liter mal 0,5 gleich 5 Millimol. An der Kathode entsprechend ebenfalls 5 Millimol vor der Elektrolyse. Wenn die Elektrolyse stattfindet, werden H+ und Cl- zu Wasserstoff und Chlor